Na ihr, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Ankündigung meinerseits, ja. Und zwar, ja, werde ich das jetzt Ganze so machen, vielleicht habt ihr schon, vielleicht packe ich es in den Titel, wahrscheinlich aber eher nicht. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschlossen, aus mehreren Gründen, die ich auch teilweise erläutern werde gleich, jetzt erstmal für die Ferien in etwa, und zwar habe ich nämlich gerade am heutigen Tage die Ferien bekommen, mein YouTube eine Pause einzulegen, eine Art Kunstpause, so könnte man das ausdrücken, wenn man das Ganze möchte. Ja, das hat zum einen Grund, dass ich im Moment ziemlich viel auf Konsum aus bin oder also sehr viel produziere, einfach nur damit ich es produziere, nicht und weniger auf die Qualität achte. Das seht ihr vor allem daran, dass sehr viele Spiele kommen, obwohl im Prinzip die Challenge schon abgelaufen ist, so wie zum Beispiel die One-Click-Challenge. Erstmal einen Schluck aus der Pulle und noch einen Schluck aus der Pulle. Und als ich die Videos dann da selbst gesehen habe, dachte ich manchmal noch, bruh. Und dann ist meine Musik so langsam abgelaufen. Ich brauche noch ein paar Graphics, den ein oder anderen Social Media Account werde ich mir noch zu erstellen. Dazu brauche ich noch eine Graphic und so. Das versuche ich alles selber jetzt so langsam zu machen und mich eben weniger auf die Quantität zu besinnen, sondern eben jetzt mich für die Qualität vorzubereiten. Es werden eventuell noch das ein oder andere Video kommen. Das, was ich noch, ich habe nämlich noch was in der Konserve, aber neue Videos, die werden nicht kommen. Also Star Wars Battlefront müsste noch bis zum 20., also noch 3 Tage oder so kommen. Dann ist es abgelaufen, was ich vorproduziert habe. Das hatte ich irgendwie vor 2, 3 Wochen vorproduziert. Und dann versuche ich anders zu spielen. Ich werde eventuell noch das Spiel Clash Royale aufsetzen, weil es erstens bei ein neues Spiel ist und weil ich mich das selber mal rantrauen möchte und auch mal sowas machen möchte. Dann noch einige andere Sachen, und zwar habe ich jetzt auch einen Monitor. Das, ob ihr das gesehen habt, auf jeden Fall macht mir das Schneiden jetzt sehr viel mehr Spaß. Auf der anderen Seite hatte ich Internetprobleme. Jetzt habe ich das Ganze mit einer guten Leitung behoben, definitiv. Und ja, aber im Moment, das Equipment ist noch nicht ganz voll, auch mit dem Mikrofon. Da kenne ich ja eure Kritik in Sachen über Überlastung nicht, jetzt fehlt mir das Wort, also dieses überdrehte Mikrofon, dieses übersteuerte Mikrofon, und das kenne ich, und jetzt nehme ich auch mit meinem Samsung Meteor Mic Mikrofon auf. Das kann ich euch übrigens auch sehr empfehlen. Ich werde an allem nochmal arbeiten, alles nochmal feilen, alles nochmal einen Tick professioneller machen, und dieses Mikrofon, da habe ich Probleme, und ich kann im Moment nicht dieses Mikrofon hier, das Samsung Meteor Mic, an mein Aufnahmegerät anschließen. Und ja, das ist ziemlich scheiße, und deswegen muss ich bei dem Headset bleiben. Werde da vielleicht noch ein bisschen rumbasteln, dann das Ding ist nämlich eigentlich, dass ich im Prinzip hat ja jeder so fast eine Elgato, sag ich jetzt einfach mal so von YouTubern, aber bei mir hat es ja einfach überhaupt nicht funktioniert, und deswegen bleibe ich halt im Moment bei der Avamedia Game Capture HD 2, denn die macht einen guten Job, obwohl sie eben nicht nur auf Qualität ausgelegt ist. Sie nimmt nicht mit 60 Frames runter, sie komprimiert ein bisschen, aber ich denke, das ist auch zu verkraften. By the way, das ist das erste Video in UHD, beziehungsweise fast 4K, man muss ja immer genau sein. Das kratzt euch. Oh, neue Nachrichten. Und da ist, komme ich schon gleich zum nächsten Thema, ja. Also es ist, wie gesagt, eine Kunstpause, die soll mir neue Inspirationen bringen, ich werde neue Serien auftischen, ich werde neue Challenges auftischen, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich nach den Ferien öfter mal Videos bringe, wo mehr als ein Spiel ist, weil das ist dann zwar mehr Schnitt, es kommen dann auch von der Quantität
weniger Videos, wahrscheinlich. Außer ich, es geht ja ab wie Schmidts Katze und das dann, wie gesagt, da leite ich dann auch schon fast zum Thema Nummer 3 über, was zu der Pause jetzt ist. Und ich werde mit neuen Serien kommen und ich werde auch mehr in Richtung Tipps, mehr in Richtung auch Reviews gehen, denn das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache. Ich unterhalte gerne, ich raste gerne aus, aber ich bin auch gerne informativ und ich möchte auch mich gerne noch im Videoschnitt verbessern. Und falls ihr Vorschläge habt, bitte, bitte, bitte macht diese Vorschläge. Schickt mir die per WhatsApp und per meine E-Mail, die werde ich euch verlinken und ihr seht sie auch jetzt gerade im Video, nämlich ist es btstudios1@web.de, ja, dann ist das nächste Thema, dass ich seit dem 6.3., habe ich jetzt gerade schon nach, zufällig ist mir das Datum eingefallen, keinen einzigen Abonnenten mehr dazu bekommen kann, so, und jetzt denkt sich jeder, so, klickgeile Passi, und das kann ich auch verstehen. Das Problem ist hier nur, meiner Meinung nach, dass ich davor etwa einen Monat lang tatsächlich jeden Monat einen Abonnenten bekommen habe. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Das hat mich auch aufgedreht. Das hat mich im Prinzip zu dieser Quantität gemacht. Was natürlich auch gut ist, aber dann jetzt es geht auch nicht nur immer bergauf. Und ich investiere im Schnitt zu viel in den Konsum anstatt in die Qualität. Wenn ihr mich da unterstützt, dann könnt ihr auch mal den Like-Button drücken, denn das finde ich immer krass. Und ja, falls ihr auch mal eine Werbung seht oder so eine kleine Anzeige, dann lasst sie ruhig mal. Ihr müsst nicht darauf klicken, aber bei so einem Video, da kratzt es euch sowieso nicht. Und ja, das ist immer sowas, was mich mehr, wenn ich das macht, kann bessere Serien möglich machen, das kann sehr, sehr große Sachen im Prinzip möglich machen, das kann, wenn das richtig hochgeht, Reviews von technischen Sachen möglich machen, also alles, was man gerne sieht, was weiß ich, zum Beispiel kann man, jenseits sämtlicher Träume, aber Reviews zum S7 machen, sowas etwa. Gut, nun bin ich nun weit vom S7 entfernt mit dem einen, ganz, ganz weit, ganz weit. Und ja, also diese Abonnenten brechen eben ein und das hat mich schon von den einen auf den anderen Tag einfach von 33 Abonnenten im Monat fast auf 0. Und also ein Abonnent pro Tag auf 0 Abonnenten pro Tag ist ja jetzt erstmal von der Zahl her nicht, aber wenn ihr es von 33 auf 0 vorstellt, dann ist das schon was anderes, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen werde ich auch mein Konzept nochmal umstellen und dann natürlich auch hoffen, dass meine Videos mehr Anklang finden, denn ich bin immer darauf aus, mehr Leute zu kriegen. Ich bin aber vor allen Dingen darauf aus, Spaß zu haben für das Ganze. Ja, das ist eigentlich so meine Mission hier an dem heutigen Tage in diesem Video. Ich werde jetzt einfach auch mal kein YouTube machen, denn YouTube bestimmte bis zu diesem Zeitpunkt auch meine Freizeit und ja, deswegen das nur dazu. Also falls ihr Vorschläge habt, falls ihr auch mal bereit wärt, ein bisschen Zeit in mich rein zu investieren, wir können, was weiß ich, gerne über Belohnung auch in Form von Geld oder in Form von Video, in Form von was auch immer, können wir gerne reden. Ich bin offen für alles und ich bin wirklich, also wenn mich jetzt ein YouTuber mit einem Abonnenten anschreiben würde und würde ein Wager-Match machen, dann würde ich zwar überlegen, aber ich würde es machen. Und ja, das ist so meine Mission und dann beende ich das Video hiermit. Also Vorschläge bitte, bitte, bitte in die Kommentare und ich sage dann, bis zum nächsten Mal. Jetzt erstmal 2 Wochen Pause. Es kommt kein Video mehr. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Zieht euch die alten Videos rein oder lasst es. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.